Moin, liebe Freunde der Hardware, hier wieder euer Stanley von TI-Crew heute mit einem Unboxing. Wie ihr seht, es ist die GeForce GTX 970 von Nvidia, beziehungsweise der Hersteller hier ist jetzt EVGA oder EVGA, je nachdem wie ihr es gerne hättet. Und hier handelt es sich um die SC, also Superclock, das heißt, es ist ab Werk übertaktet. Und das Besondere ist auch, wir haben die ACX 2.0 Version, das heißt, hier ist ein anderer Kühler verbaut, der bis zu 26% kühler sein soll, 36% leiser und 52% weniger Strom verbraucht, sag ich mal, und auch hier, wie ihr seht, 400% Increased Fan Lifespan, das hat mit der Lebensdauer zu tun. Die GTX 970, die hat natürlich jetzt ein paar Neuerungen, unter anderem unterstützt auch DirectX 12, inwiefern und wie weit. Gehen wir, glaube ich, mal anders irgendwo mit drauf ein, vielleicht in einem schriftlichen Review oder so. Und wir haben hier die Super Resolution Technology, das heißt, Nvidia hat ja das DSR jetzt mittlerweile dabei. Bei den 970ern oder beziehungsweise bei den 900 Serien und seit heute gibt es auch den neuen Treiber, das war glaube ich der 344 Punkt, weiß ich gerade nicht, habe ich gerade vergessen, ich habe das heute Morgen erst gesehen. Auf jeden Fall, da wird dieses DSR, also dieses Dynamic Super Resolution, nein, doch, so heißt es glaube ich, ja. gehe ich auch später mal drauf ein, das ist auf jeden Fall sehr cool, weil es ist eigentlich eine Art Downsampling, nur dass das halt so ist, dass die Grafikkarte das Ganze da macht, anstatt der Monitor hinter der das Ganze skaliert. Da gehe ich dann auch später mal drauf ein. Hier geht es jetzt erstmal um diese schöne Grafikkarte und ich würde sagen, wir packen die jetzt mal aus oder wir gucken jetzt erstmal so ein bisschen rum. Also wir haben hier so einen Zettel drinnen oder dran. Den gehen wir direkt auch mal auf die Rückseite, weil dann haben sie hier nochmal kurz beschrieben, was alles drauf ist. Und wir haben dann zum Beispiel hier auch nochmal stehen halt die Key Features wie Super Resolution Technology, Gamework, GameStream, G-Sync, Shield Ready, DirectX 12, wir haben GPU Boost 2.0, Adaptive Virtual Sync und Surround Technology. So, hier sehen wir auch direkt schon die Anschlüsse, da können wir gleich auf der Grafikkarte direkt mal gucken. Ansonsten ganz wie von EVGA gewohnt haben wir hier halt auf jeden Fall die Seriennummer und so weiter mit da drauf stehen. Und das mache ich mal eben ab hier. Ja, ansonsten haben wir hier auf der Verpackung jetzt nicht viel, also wir haben hier die Grafikkarte auch einmal kurz abgebildet, wie gesagt. Dann haben wir hier eigentlich nichts weiter stehen. Doch, hier unten haben wir noch mal kurz ein paar Infos. Und da steht zum Beispiel, also diese Grafikplatine benötigt. Netzteil mit 500 Watt Minimum, PCI Express 2.0 oder 3.0, konformes Motherboard mit einem Grafikslot, 2x6-Pin PCI Express Stromanschlüsse oder 4 verfügbare Festplattenstromanschlüsse. Internetverbindung erforderlich, um Treiber herunterzuladen. Windows 8, 7 und Vista. Also Windows XP wird wahrscheinlich auch noch unterstützt. So, machen wir das Ganze mal auf. Achso, wir sehen auch hier, wir haben 4 GB DDR5 RAM. Das ist natürlich gut für dieses Downsampling, also dieses DSR, weil das können wir mit den 3 oder 2 GB nicht ganz auslassen. Hier haben wir natürlich ein schönes Poster. Mal wieder. Was haben wir denn hier noch? Ach, die Aufkleber. Okay. Das ist eigentlich wie von EVGA gewohnt, so dieser Inhalt. Und ich klappe das Ganze jetzt mal hier zusammen. Oh, ich habe hier noch was, das ist auch rausgefallen. So, was haben wir denn hier für ein Zettelchen? Important Notice. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, bleiben die Lüfter, also man soll keine Panik haben, wenn die Lüfter stehen bleiben, weil die gehen erst ab 60, 65 Grad springen die an. So, auf der Rückseite ist ja nichts mehr. Dann haben wir hier eine Beschreibung der neuen Lüfter und hier nochmal schön das EVGA-Logo. Wir haben EVGA typisch halt hier Manual und was ist das hier? Ah, hier haben wir noch was. Power Supply, also Netzteile. Aha. Hier ist nochmal dieser Warnhinweis. Hier haben wir die Anschlüsse und so weiter. Also, ja, das brauchen wir gerade auch nicht. Wir haben die Adapter, zweimal Modex auf 6-Pin, also 4-Pin Modex auf für die Grafikkarte. Wir haben einen DVI-VGA-Adapter. Dann sind wir auch schon eigentlich bei der Grafikkarte selbst. Oh nein, hier ist noch ein Aufkleber für euer Case oder wie auch immer. So, holen wir mal das schöne Stück raus. Sind mal gut verpackt, die Karten. So, also ihr seht da, das ist jetzt die Verpackung. Das fühlt eigentlich ganz gut. Und ja, hier haben wir jetzt die schöne Grafikkarte. Also ihr seht, die ist überall noch zugeklebt. Da steht auch drauf hier oben. Remove. Also man sollte diesen Schutzdings abziehen. Das machen wir auch direkt jetzt einfach mal, weil ich werde es ja nachher testen. Und dann können wir da auch gleich mal drauf eingehen auf das Ganze.
Also die haben es auch wieder zugeklebt, das sind die, aber ich habe hier jetzt einen Streifen. Hier ist auch eine drauf. Moment, ich werde das mal eben alles hier abfummeln. In der Zeit texte ich euch einfach mal zu. Also stylisch sieht es ja schon aus, finde ich. Das ist auch das, was mir so ein bisschen zugesagt hatte bei dieser Grafikkarte, weswegen ich die haben wollte. Und die normale ACX, die hatte ich ja damals bei meiner 780 Ti schon. Den Kühler fand ich persönlich schon ganz gut. Er war auch meines Erachtens leise und ruhig. Dieser hier soll halt noch leiser, noch ruhiger laufen und noch länger und noch weniger verbrauchen. Und ich fummel jetzt nicht alles ab, das wäre viel zu lange, weil hier ist noch einer drauf. Wir haben hier auf dem SC haben wir noch einen drauf, vielleicht kriege ich ihn gerade direkt abgeknüllt, keine Ahnung, nee, wie ihr seht, das will ich nicht. Hier ist drauf, da und hier, ja, hier haben wir einfach so ein Gummi. Und ja, ihr seht halt hier auf jeden Fall, wenn ihr das im Case stecken habt, EVGA GeForce GTX 970. Und halt hier immer ein SC oder halt die FTW-Version oder so. Das wird bei den 980ern genauso sein. Und wir sehen hier die 2x6-Pin. Stromanschlüsse. Hier haben wir für SLI die Steckplätze. Dann sehen wir auf der Rückseite direkt auch nochmal, wie gesagt, die Seriennummer. Wir haben hier auch die RAM-Bausteine. Und ja, auf der Seite sehen wir nicht viel. Wir haben hier unten haben wir kurz was drauf. Und wenn wir jetzt von hier unten gucken, da seht ihr halt, wie gesagt, die neuen Lüfter. Die sind so ein bisschen nach innen gebogen, aber irgendwie hier steht auch dann ACX 2.0 und hier haben wir natürlich dann die Anschlüsse DVI-D, DVI, wir haben HDMI und DisplayPort, also eigentlich wie von EVGA gewohnt. Ja, ansonsten gibt es jetzt nicht viel zu sagen, also ich sehe eigentlich nur hier drei Heatpipes mit drin und die liegen wohl, so wie ich das jetzt erkenne, ich weiß nicht, ihr seht im Video wahrscheinlich nicht, eigentlich fast auf der GPU. Allerdings sehe ich, glaube ich, wenn ich von hier jetzt gucke, der linke, der liegt, glaube ich, gar nicht auf. Ich werde sie später auseinander basteln und mal gucken, ob das irgendwie wirklich so ist. Ansonsten, ja, sieht so optisch ganz cool aus. Wir werden dann halt jetzt mal später auf die einzelnen anderen Sachen eingehen, wie gesagt, auf das DSR und so. Wird, glaube ich, jetzt im Anschluss hier direkt, dann werde ich, also ich werde das Video jetzt mal bearbeiten und dann mal gucken, wie wir das hinkriegen. Naja, also das war es halt zur Karte und dann kommen wir halt zu den ganzen Features. Bis gleich.